Hallöchen Leute, ihr werdet heute das Intro in einer etwas schlechteren Qualität sehen. Nein, euer TV-Gerät oder euer Monitor ist nicht kaputt, denn das ist dieses Mal absichtlich, um mal ganz kurz auf das Thema einzugehen, was im letzten Video auch mal thematisiert wurde, um das auch mal ein wenig aufzuklären und damit auch mal jeder Bescheid weiß und damit sich nicht in, ich zitiere oder paraphrasiere mal, über Kackqualität beschwert wird oder über Augenkrebs, wenn man das Video guckt und so weiter und so fort. Denn YouTube braucht eine Weile, nachdem man ein Video hochgeladen hat, vor allem bei einem einstündigen 4K-Video, bis es die volle Qualität zur Verfügung stellt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn das Video morgens um 10 Uhr hätte bereitgestellt werden sollen, dass ich noch relativ lange im Schnitt saß, bis tief in die Nacht hinein. Und ich sag's mal so, ich glaube, ein Video eventuell ein, zwei Stunden später zu schauen, wenn es dann in voller Qualität zur Verfügung steht, ist dann eine doch deutlich kleinere Bürde, als das Video bis 6:30 Uhr morgens zu schneiden und sich dann ins Bett zu legen, um 5 Stunden später wieder aufzuwachen. Deswegen bitte ich, wenn ihr zu den Leuten gehört, die sich lautstark beschweren, mal kurz darüber nachzudenken, warum plötzlich ein Video nicht mehr in Full HD oder 4K zur Verfügung gestellt wird, sondern nur noch in 360p. Denn ich glaube, von einem Tag auf den anderen werde ich meine Qualität nicht drastisch reduzieren. Warum denn auch? Und jetzt fangen wir an mit dem Qualifying zu einer meiner Lieblingsstrecken, zu Suzuka. Wir sind in der letzten Kurve vor Startziel. Da gibt es einen dicken Hubbel, da müsst ihr unbedingt 8 geben. Wir haben das geschafft, deswegen gib mir 5. Nein, Quatsch. Wir sind in Q2, befinden uns hier zum Ende der Session und ich wollte ein bisschen Reifen sparen für den Fall der Fälle im Rennen. Und hier in der ersten Kurvenkombination, da habe ich überhaupt keine Apex erwischt. Da war sehr, sehr vieles total suboptimal. Aber mal schauen, wie die S-Kurven hier aussehen. Ja, einen Satz wollte ich hier auf jeden Fall noch frisch lassen von den Supersofts, deswegen habe ich im zweiten Qualifying nur einen Run gemacht und die S-Kurven, die sahen eigentlich relativ ordentlich aus, trotzdem in der ersten Kurvenkombination Zeit verloren, 0,6 Sekunden Rückstand zu Räikkönen, die erste Kurve da sehr gut erwischt von den Rechtskurven, Digna 1 und die zweite auch ganz passabel und jetzt geht's auf die Haarnadel zu, ich komme hier viel zu weit raus, trotzdem, da kann man wenigstens ein bisschen mit Schwung rauskommen, damit kann man so ein bisschen den Nachteil wieder ausgleichen, trotzdem ein Nachteil bleibt es und was ich interessant finde, ist, dass man bis zu diesem Zeitpunkt, bis Spoon, kaum ERS verbraucht und in Spoon, ja, in eventuellen Ticken zu weit über den Curb gefahren am Anfang. Beim Ausgang haben wir aber sehr, sehr gut innen den Curb erwischt, sind auch relativ gut rausgekommen aus der Kurve und dementsprechend fehlen uns im zweiten Sektor lediglich 0,3 Sekunden zu Kimi Räikkönen, geht aber auch nochmal einen Ticken schneller, wenn man die Haarnadel gut erwischt. Und jetzt nochmal die letzte Schikane, rechts über den Körper, links über den Körper und jetzt nochmal Vorsicht vorm Hubbel. Und ja, da habe ich ein bisschen mehr quer gestanden, trotzdem das Auto gerettet und damit den 12. bzw. 13. Platz geholt. Und in der Startaufstellung haben wir ganz vorne Valtteri Bottas vor Sebastian Vettel. Dahinter Daniel Ricciardo mit Lewis Hamilton auf Platz 4 mit einer Strafe vor Fernando Alonso. Räikkönen ebenfalls mit Strafe auf Platz 6. Romain Grosjean dann vor Nico Hülkenberg und Carlos Sainz ebenfalls mit Strafe. Wir starten vor der 10 vor Kevin Magnussen, Perez vor Ocon, Charles Leclerc vor Verstappen, Gasly vor Hartley, Sirotkin, Stroll und Van Dorn. Und die Strafen zähle ich eigentlich gar nicht mehr auf, da gibt es zu viele von. Und in der WM-Gesamtwertung haben wir ein interessantes Bild, das sich abzeichnet, denn Sebastian Vettel hat nicht nur die WM-Führung übernommen, sondern startet jetzt auch vor seinem Teamkollegen und zwar relativ deutlich vor Kimi Räikkönen. 7 Punkte Vorsprung hat er, den kann er heute ausbauen, da sind alle, ja, Steine dafür gelegt auf diesem Weg dahin, aber ja, natürlich kann sehr, sehr viel passieren im Laufe dieser Saison. Wir haben schon einiges erlebt und Lewis Hamilton, der muss auch so ein bisschen auf Glück, glaube ich, hoffen, denn aus eigener Kraft wird es schwierig, nochmal Weltmeister zu werden. Er selbst kann, glaube ich, aus eigener Kraft gar nicht mehr Weltmeister werden, wenn er 5x7 Punkte jetzt noch aufholt in den verbleibenden Rennen und dementsprechend muss da auf jeden Fall ein bisschen Schützenhilfe kommen, notfalls von Kimi Räikkönen, denn die beiden Ferrari, die kämpfen natürlich da vorne knallhart um den WM-Titel. Valtteri Bottas ist eigentlich schon so gut wie raus und wir wurden von Daniel Ricciardo überholt, aber mit dieser Position, mit P6, bin ich auch noch recht, ja, zufrieden und da sind wir recht komfortabel, glaube ich. Auch in der KWM sieht es richtig gut aus, da sind wir auf der 4, da gibt es keine großen Änderungen. Ferrari ganz, ganz deutlich vor Mercedes, Mercedes deutlich vor Red Bull und Red Bull einigermaßen deutlich vor uns und wir relativ klar vor Haas.
Auch das ist super. Und in der Gesamtentwicklung der Fahrzeuge, da haben einige Teams tatsächlich jetzt Fortschritte gemacht. Unter anderem McLaren wieder mit einem kleinen Schritt nach vorne, Haas mit einem Schritt nach vorne. Und wir haben das Auto nicht weiter ausgebaut, da wir die Komponenten fürs nächste Jahr beim Motor sichern wollten, damit wir die bloß nicht verlieren, damit wir da bloß keine großen Einschnitte haben hinsichtlich unserer Fahrzeugperformance. Und insgesamt, ja, sind wir damit hinter Haas zurückgefallen. Trotzdem, im Laufe der Saison können wir vielleicht noch ein wenig aufholen. Und die heutige Strategie wird eine Einstopp-Strategie sein, von den Soft auf den Medium. Für die Zweistop hatte ich überlegt, eventuell nochmal einen Supersoft-Satz frisch zu haben und mal gucken, vielleicht kommen die ja trotzdem nochmal zum Einsatz. Mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß bei diesem großen Preis in Japan. Let's go! Boah, Grosjean! Oh ne, Magnussen! Boah, fährt mir voll vor die Kiste. Was sollte das denn bitte? Na gut. Immer noch zwei Plätze besser als die... Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen. Immer noch zwei Plätze besser als die Qualifikationsposition, denn eigentlich war ich 13. und habe nur durch Strafen nochmal profitiert. Ich habe ja sau viel Batterie noch übrig. Erst 8% verbraten, jetzt nur noch 4. 2. Bisschen mehr loswerden. Und auf der 2 ist ein McLaren? Okay, Perez wieder mit absoluter Deichbomb-Manier. Wunderbar. Also wenn das vorne der Sieg von Alonso wird, den man so lange hergesehnt hat, das wäre natürlich sehr cool. Denn er ist im Moment genauso schnell wie der Ferrari vor ihm. Der Mercedes ist ja auf Pole gestartet, ich glaube es ist Bottas. Also wenn das derselbe Mercedes ist, der auch zum Qualifying ganz vorne war. Magnussen versucht es jetzt gegen Sainz. Das war selten dämlich. Ich habe da kurz überlegt, ob ich gegen Magnussen außen reingehe, aber... Ich habe Angst, dass der mich einfach wieder von der Strecke fährt und Charles Leclerc... ist auf der 13. Beiden sauber wieder fast vereint. Und Sainz hier der deutlich langsamere Fahrer als Magnussen. Sainz mit den Supersofts. Ja, man merkt, dass Renault allgemein im Qualifying echt sehr stark unterwegs ist. Im Rennen dann immer wieder Defizite aufweist. Aber ja, eventuell sind es auch hier die Reifen. Zumindest eine leise Hoffnung von mir, aber Perez und dahinter Leclerc, die sind eigentlich auch auf den Supers unterwegs. Das
deswegen, es kann nicht nur der Reifen sein. So, jetzt versuche ich es eventuell schon in Spoon. Seine Bodenwelle ist so mies da. Sainz hat auch DS, von wem? Hat sich aber hartnäckig verteidigt. Bis er dann auf der Startzielgeraden keine Chance mehr hatte. Und jetzt sind wir dran, Magnussen einzuholen. Nicht gelingt das. Natürlich möchte ich trotzdem die Batterie möglichst geladen haben. Während Romain Grosjean vorne tatsächlich mithalten kann und der McLaren sogar die Pace für P2 hat, fällt auch Nico Hülkenberg ein bisschen weiter zurück und kommt dann in die Nähe von Magnussen. Die beiden mögen sich ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Anhieb um eine Sekunde schneller geworden und da ist jemand an der Box. Sainz, oder? Sieht nach Sainz aus. Hatte ja auch eine prägende Rolle in Breaking Bad. Bei Jesse Pinkmans Catchphrase Sainz, Bitch. War so gut wie in jeder Episode, in der auch Jesse Pinkman war. Da meldet sich Jeff tatsächlich mal wegen einer sehr positiven Nachricht. Das gefällt mir. Sonst sagt er immer, du musst ein bisschen mehr Sprit sparen. Du musst ein bisschen mehr Sprit verbrauchen. Und keine Ahnung was. Und jetzt sagt er endlich mal, hey, schaut alles gut aus. Boah. Okay, das Heck kam vom Auto kurz. Ein sehr schlechtes Gefühl und dachte kurz, dass ich nach Kurve 1 Probleme haben könnte. Uiuiui. Thank you.
Oh, die meisten waren jetzt an der Box, glaube ich. Könnte vielleicht ein bisschen mehr Sprit loswerden. Boah. Manchmal fühlt sich das Auto komisch an. Der McLaren ist immer noch auf 2. Ich feiere das. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Nö. Ich hab sogar DRS, mein Lieber. Okay, Sebastian Vettel führt das Rennen an. Raikkonen fährt nämlich die schnellste Runde. Oh oh. Das ist irgendwo im Nirvana. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich. Während wir uns dem Feld nähern. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ah, okay. Verstanden. Geht in Ordnung. Das ist jetzt eine Überlegung. Ja, ich mach's. Ich mach's einfach. Ich habe sowieso ein bisschen ans Rennen vorausgedacht. Deswegen habe ich auch eine suboptimale Q2-Runde gehabt. Hab dann aber einen Satz Supersofts mir aufgespart. Den Softsatz habe ich auch nicht verwendet im Qualifying. Deswegen zwei frische Reifensätze habe ich noch. Und dann weichen wir jetzt auf die 2-Stopp aus und mal gucken, wo wir wieder rauskommen. Wobei, die Supers, soll ich die nicht am Ende verwenden? Ach komm, ich lasse das Spiel einfach mal leiten. Könnte natürlich auch draußen bleiben und später auf Mediums wechseln, aber ach, weiß nicht. Okay. Die Jungs haben, glaube ich, dieselbe Strategie gerade im Kopf. Ja, beide wechseln auf. Pass auf. Komm schon. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Oh, und ich bin voll im Haas-Sandwich. Uiuiui, da waren echt viele Leute an der Box. Ich glaube, jeder, oder? So gut wie jeder. Der Motor ist bei unter 100 Grad Celsius, das ist super. Er nimmt sich gerade mal eine Auszeit.
Jetzt wäre es natürlich fürs Thumbnail wieder geil, wenn ich mal ganz kurz vorfahre und dann wieder mich zurückfallen lasse. Oh ne, das schaffe ich never ever, oder? Ja, kommt da alle mal vorbei. Gerade so noch geschafft. Ja, sorry, aber für perfekten investigativen Journalismus muss man das machen. Okay, war aber auch mal ein Abenteuer. Ja, ich weiß, es fällt aus der Authentizität ein bisschen raus und so, aber ja, wie gesagt. Von P9 aus ist es ein bisschen schwierig zu erreichen, das Safety Car. Ja, ich bin auf den Rennverlauf gespannt. Also, Nico Hülkenberg hat jetzt einen Haas wieder zwischen uns beiden. Alonso auf 2, das ist auch geil. Oder ist er noch Zweiter? Ich glaube ja. Sebastian Vettel hat es auf jeden Fall in die Karten gespielt, denn der konnte die Führung behalten. Bei Raikkonens Bestzeiten war das nicht so ersichtlich, ob er die sonst auch hätte halten können. Und auch uns hat es absolut in die Karten gespielt. Leclerc auf 11. Wieder auf Supersofts, glaube ich. Der wird wahrscheinlich am Ende nochmal auf Mediums wechseln müssen, oder? Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Oh, jetzt wird wieder das. Das ist so unsinnig. Immerhin wärme ich jetzt die Reifen auf. Stimmt ja, die meisten haben jetzt Supersofts drauf. Ich glaube, Grosjean war noch gar nicht drin, oder? Kürzester Zeit ist der Motor wieder um ungefähr 40 Grad heißer. Der McLaren fällt zurück gegen Vettel, aber hält sich noch vom Mercedes. Also dieser Hubbel ist echt unschön. Der Sauber ist sowas von nicht gemacht für die ersten Kurven. Da merkt man einfach diesen Aerodynamik-Nachteil, den wir haben. Auf dem Rest der Strecke sind wir konkurrenzfähig. V8
Fahrer vor mir. Jean liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,1 Sekunden. Puls pro Runde 4 Zehntel auf. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 31,1. Ja, okay. Grosjeans Reifen sind doch nicht so alt, wie ich dachte. Und trotzdem. Er hat sich im ersten Sektor wegkämpfen können. Im zweiten kommen wir wieder ein bisschen ran. Dritten verlieren wir wieder. Insgesamt waren wir sogar einen Ticken schneller. Ich glaube, die nutzen jetzt alle halt ihre gesamten ERS-Reserven. Ich auch, aber ich werde jetzt ein bisschen kürzer treten. Nein, Kevin, nein. Guter Kevin. Guter Marco. Okay, jetzt bin ich, warum auch immer, tatsächlich wieder ein bisschen näher dran an Grosjean, obwohl die Runde eigentlich die langsamste war. Vielleicht stimmt das halt wirklich. Vielleicht hat er jetzt einfach seine gesamte Batterie versiebt. Zu einem großen Teil auch, aber wie gesagt, ein bisschen besser konnte ich, glaube ich, schon haushalten. Ricardo mit großen Schwierigkeiten aus der Kurve raus, aus Spoon. Oh mein Gott, oh nein, das wird sowas von schief gehen. Oh, Ricardo? Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1,34,8. Vollidiot, ey. Eieiei. Ich wollte eigentlich nach Ricardo fragen, deswegen habe ich auch so spät das DRS erst aufgemacht. Weil ich die ganze Zeit geschaut habe, wann kann ich bitte nach Ricardo fragen. Ich glaube, der kam nur für ein ganz kurzes Zeitfenster, obwohl Hülkenberg schon längst vorbei war. Egal. Angriff von Grosjean abgeblockt. Weiter geht's. Langfristig hat Hülkenberg eh ein paar Problemchen. Grosjean. Der hat ja den etwas älteren Reifen. Hülkenberg hat ja natürlich die Supersofts aufgezogen, ne?
bedeutet, wir haben schnellsten Reifen noch zum Schluss. Hülkenberg nicht. So 130 Grad. Ich wollte den Motor wieder ein bisschen runterkriegen von der Temperatur her. Und jetzt kommen wir ran an Hülkenberg. Ja, eigentlich klug jetzt ein, zwei Runden lang Batterie mal ein bisschen entspannen zu lassen und dann die Attacke zu starten. Und da waren so viele Leute an der Box, eigentlich alle vor uns, dass Nico Hülkenberg jetzt das Rennen anführt. Nice. Ich habe ein bisschen Geduld. Jeff heute voll des Lobes. Sehr cool. Ich muss aber auch an Hülkenberg dranbleiben. Der ist trotzdem noch sehr schnell. Legt ein gutes Tempo vor. Vielleicht fährt er jetzt die letzte Runde vorm Stop. Wäre es klug, dran zu bleiben, wenn er an die Box geht. Moment, da ist ein McLaren vor einem Ferrari. Ist das Alonso? Alonso, der jetzt vor Vettel ist? Das wär's, wenn McLaren in dem Jahr, wenn sie von den Honda-Motoren weggehen, in Japan einen Rennsieg holen. Wir nähern uns dem Boxenstopp, Vettel. Müssen wir super weichen Reifen weiterführen. Das wäre so ironisch, wobei der McLaren jetzt wieder die Führung verloren hat, also die virtuelle Führung. Das war anscheinend doch nicht Alonso. Ha, irgendwas ist mit dem McLaren passiert. Er ist deutlich weiter zurück jetzt. Aber das war schon Alonso gegen Vettel. Moment. Oder? Na egal, wir fahren unser Rennen. Okay, Grosjean an der Box. Für uns heißt es ein, zwei Runden verschnaufen. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Thank you.
Ende geht's in die Box. Gib uns eine gute Hinle. Jawohl, Jeff. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 23,1 Sekunden. Safety Car. Was? Safety Car. Kein Überholen. Langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Okay. Jackpot. Ich hab die besten Reifen vorne. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Jackpot, ich hab die besten Reifen. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Was? Geht nein. Ordnung? Och nö. Mann, Schopp. Ey, das ist nicht euer Ernst, ganz ehrlich. Lol, wie das Safety Car einfach alle auffällt. Okay, ich werde einfach mal Dritter jetzt nach dem Boxenstopp sein. Was soll das? Ich krieg mein Foto mit dem Safety Car, nice. Ja, das ist ein bisschen Banane jetzt eigentlich. Ja gut, aber ich habe die besten Reifen. Ich bin wahrscheinlich dann Dritter. Und außerdem muss ich die Supersofts dann nicht über die gesamte Zeit ziehen, die dieser Stint geplant war, beziehungsweise nicht bei über die gesamte Zeit bei voller Pace, sondern ich kann da deutlich langsamer in den Safety Car Runden natürlich fahren und schone damit die Reifen. Ab geht's! Haben wir die richtigen Reifen? Jawohl. So, Vettel ist vorbei. Hamilton wird auch vorbeiziehen. Losfahren, losfahren! Wir kommen auf der 3 wieder raus. Ja, das war jetzt echt Banane, sonst wären wir 5. oder 6. oder so geworden. Aber gut, ich nehme das Geschenk gerne entgegen. Wäre nicht das erste Mal, dass Safety Car Chaos entstanden ist. Man denke mal zurück an beispielsweise China, als die beiden Red Bull dann plötzlich das Rennen gewonnen haben. Warum sollten wir nicht der Red Bull dieses Rennens sein? Vielleicht, weil wir einen sauber fahren, aber sonst fällt mir nichts ein. Die schnellsten Reifen. Diese schnellsten Reifen müssen wir in den nächsten 1-2 überhaupt nicht pushen, sondern wir können komplett schonen. Und dann geht's aufs Fettgemisch und dann wird einfach mal bis zum Schluss durchgeheizt. Hallo Leute, ich möchte nur ungern in den WM-Kampf eingreifen, aber ich möchte natürlich auch gewinnen. So, jetzt mein Foto mit Bernd Mailänder. Aber noch nicht hier, oder? Ah, ich überlege gerade, wo könnte ich sonst... Ja, okay, gut, ich habe eine Stelle. Nach der Haarnadel. Das war die Germany's Next Topmodel. Ich habe heute kein Foto für dich. Ah, doch, Moment, zweite Safety Car Phase. Eine gute Aufgabe bei Germany's Next Topmodel. Machen Sie ein Foto mit dem Safety Car, während es fährt und während Sie zwei Leute illegal überholen und sich wieder zurückfahren. Ob Vettel Hamilton Brake testet? Tja, wir können gespannt sein. Oh Gott, beim Restart wird es aber wieder schlimm. Ne? Da wird einfach das Gaspedal komplett freigegeben. Super abrupt und ja, dann viel Spaß. Strafe. Während der Safety-Car-Phase ist das Überholen verboten.
Alles okay. Ich hab, was ich wollte. Tja, Leute, so müsst ihr euch auch Autogramme schnappen. Einfach überholen, ghosten und... So, beim Sprit fahre ich jetzt schon auf Fett, weil ich eigentlich keinen überschüssigen Sprit gebrauchen kann. Nicht noch viel, viel mehr als jetzt. Sehr aufgepasst dieses Mal. Hammermäßig in die letzte Schikane reingebremst. Nein! Vettel noch schneller. Vettel ist gerade die schnellste Rennrunde. Minimal Talking. Jeff, sei leise, bitte. Egal. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Ist egal. Weniger Updates. Alles klar. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Hamilton stand da minimal quer beim Ausgang. Jeff, sei leise. Bestätige. Ich brauche wirklich keine Updates mehr zum Sprit. Jetzt geht's nur noch ums Fahren.
ich fass es nicht, ey. Die KI ist so bescheuert an der Stelle, sorry. Also, die fahren einen komplett von der Strecke, das ist unfassbar. Dasselbe mit Grosjean oder Magnussen, dasselbe jetzt auch noch mit Hamilton, ey. Ich fass es einfach nicht. Ich habe hier volle Konzentration, um nochmal das Podium zu holen, um nochmal den Sieg zu holen. Einfach mal fett von der Strecke gedrückt und meine Reifen sind jetzt so heiß. Ja, RIP. Also ich sag mal so, das ist das, was ich bei der KI bezüglich der unfassbaren Härte, mit der sie vorgeht, kritisiere. Das ist so dumm. Du greifst nicht in 130R an, lässt dich komplett nach außen tragen, als das Auto, was sogar eher hinten ist. Sorry, in so einer Kurve lässt sich allgemein nicht nach außen tragen, weil das das Assigste ist. Und wenn überhaupt, dann wenn du vorne bist, weil dann merkt das der Typ neben dir, ja, weil er halt sieht, ihn immer weiter nach außen drängst und dann kann er nach außen ausweichen. Aber wenn du hinter ihm bist, ich guck doch nicht auf meinen Rückspiegel, vor allem mit dem Halo. Und auch in der Realität guckt kein Fahrer in den Rückspiegel, wenn du in 130R versuchst zu überholen. Was soll das denn? Ja, also es riecht mich schon ein bisschen auf. Es ist aber auch eine Schwäche, die ich immer wieder angemerkt habe, wo Leute meinen, ja, ist doch schön, dass die so fahren, aber sorry, wie Vollidioten sollen die auch nicht fahren. Das ist halt tatsächlich so. In Kurve 1 und in 130R, das kannst du mit nichts verargumentieren. Das ist einfach nur dumm. Ich habe letztens ein GT Masters Rennen gesehen, da würde es viel eher passen. Da halten sich das Auto auch halbwegs noch aus. Wenn ich jetzt auf Simulationsschaden gespielt hätte, wäre ich tot gewesen. Na gut. Immerhin P3, Podium, mehr war definitiv drin, P2 auf jeden Fall und naja, egal. Trotzdem, auch Jeff merkt, er sollte lieber still sein. Naja, trotzdem 15 Punkte mit nach Hause genommen. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Schönes Rennen, ich glaube, man hat sehr viele schöne Szenen gehabt. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Wahrscheinlich Stoffel van Dorn. Einfach ein starkes Tempo und eine ausgeklügelte Strategie. Ein durch und durch komplettes Rennen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden fanden. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Ja, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen ernüchtert hin und wieder wegen der KI. Das passiert zwar recht selten, aber in so einem Fall denkst du dir halt auch, es ist wirklich schade, dass du da nicht in
zum Beispiel solche Kurven, wenn die schon angreifen, sauber mit denen durchfahren kannst. Ich meine 130R zum Beispiel ja auch ziemlich weit außen, als Raikkonen dann sich an mich angelehnt hat und sich gedreht hat. Und da denke ich mir halt, ja, ganz ehrlich, das wäre richtig geil, wenn du das versuchst, ja, und wenn wir Seite an Seite da durchfahren, das wäre richtig geil, aber wenn die KI es nicht mal versucht, dann weiß ich nicht, was ich da sagen soll. Das ist halt echt schade, weil so kommt halt, also keine Ahnung, in F1 2017 war es das eine Extrem, dass sie an gewissen Stellen einfach komplett zurückgesteckt haben, und hier ist es das andere Extrem, dass sie an gewissen Stellen einfach, viel zu brachial, brutal sind. Man hat das, wie gesagt, in Kurve 1 ja immer wieder gesehen, dass die KI dir da null Platz lässt. Du hast nichts zum Überleben. Und das, obwohl du eigentlich sogar das Auto bist, was tendenziell ein bisschen weiter vorne ist beim Anbremsen oder beim Gas wegnehmen, beim Kurvenscheitel, whatever. Ja, aber nur weil die KI dann einfach viel mehr Tempo mit reinnimmt, weil sie sich komplett nach außen tragen lassen will, während du ein bisschen vorsichtiger bist, damit ihr beide nebeneinander Platz findet, fährt die KI halt schneller, fährt ihr voll in die Kiste, und das ist halt nicht schön, finde ich. Und das ist halt echt schade, und das ist halt das, was ich meinte mit meiner Kritik an der KI, dass sie hin und wieder einfach ein bisschen zu aggressiv ist. Wie dem auch sei, dritter Platz, super Ergebnis, deutlich höher als das, was wir hätten holen können. Wenn man mal eigentlich die Safety-Car-Phase rausrechnet, waren wahrscheinlich die beiden Red Bull noch deutlich besser unterwegs. Kimi Räikkönen und natürlich auch Valtteri Bottas. Also gut, mindestens einer der beiden Red Bull, wenn ich mir das so anschaue, hätte vor uns sein müssen. Ich glaube, Verstappen ist ausgeschieden. Ja, Verstappen ist ausgeschieden. Aber auch den kann man, glaube ich, dazu rechnen. Der wäre wahrscheinlich auch vor uns irgendwo gelandet. Wir hätten uns wahrscheinlich irgendwie, wenn man da Räikkönen noch mit reinrechnet, dann wäre Grosjean jetzt Sechster oder Siebter halt, wenn man noch Ricciardo mit reinrechnet. Wir hätten uns irgendwie auf die 7 wieder vorgekämpft, aber ja, wir haben ja sehr, sehr viele Positionen gut gemacht, allein dadurch, dass das Safety Car so ein bisschen buggy war und alle aufgehalten hat. Insofern, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie über die Position beschweren. Ich meine ja nur, das Racing geht dadurch ein bisschen kaputt hier und da. Das ist halt so das Ding, was ich meine. So, aber wir gucken mal ganz kurz auf die WM und wir überholen mit diesem Resultat mal wieder Daniel Ricciardo. Und ganz vorne wird es tatsächlich ziemlich deutlich mit diesem dummen Fehler von Räikkönen. 32 Punkte der Vorsprung von Sebastian Vettel, 43 Punkte dann zu Lewis Hamilton. Es sieht im Moment nach einer sehr klaren Sache aus für den 5. Titel für Sepp. Und Ferrari hat zwar 5 Punkte verloren, wie Heiko Wasser angemerkt hat, aber die stört das, glaube ich, nicht. 145 Punkte Vorsprung ist nach 17 Rennen auf jeden Fall sehr, sehr komfortabel. Es sind 4x 43, also 172 Punkte noch zu holen. Ferrari braucht 27 Punkte, das ist nix. Ja, also das ist fast gar nichts. Ja, aber dementsprechend ein interessantes Rennen. Was ich halt cool finde ist, ich meine zum Beispiel in Russland war jetzt etwas weniger los oder auch in Singapur, das war ein etwas anderer Rennverlauf, weil ich plötzlich nicht mehr nur nach vorne Boden gut machen konnte, sondern mich nach hinten halt absichern musste. Das Coole ist halt einfach, dass wir in jedem Rennen so einen anderen Rennverlauf haben. Wir hatten zum Beispiel kein Rennen, glaube ich, mit 2 Safety-Car-Phasen und so chaotisch, ja. Und die finale Phase war, glaube ich, echt spannend und echt geil. Schade, dass sie ein bisschen kaputt gemacht wurde durch das Racing, aber hey, whatever. Das ist Motorsport, mal gewinnt man, mal verliert man und heute haben wir, glaube ich, in Summe doch gewonnen. Ja, also das darf man definitiv nicht unter den Teppich kehren. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts weiteres in dieser Form verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne noch ein Abo dalassen. Und ansonsten übergebe ich jetzt an Claire, denn jetzt kommen noch die Interviews und das ganze Geplänkel, was wir danach immer haben. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Wow, das ist eine gute Antwort. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Ich kommentiere mal nichts dazu. Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Froh, ja, das hatte ich aber auch erwartet. Das Team hat an mich ja geglaubt. Ja, machen wir mal, ne? Im Moment sieht es aus, als könnten Sie Ihrem Rivalen noch etwas beibringen. Deswegen werde ich nur noch Lehrmeister genannt, oh Gott. Wir haben beide voneinander gelernt. Klasse, das war dann alles. Ja, wenn ich mir die letzten Rennen anschaue, dann definitiv. Der fährt auf Augenhöhe und auch in Japan war der, glaube ich, echt gut unterwegs und hat halt echt ein bisschen Pech gehabt, leider.
Ja, hat somit auch das Rennen nicht beendet. Aber immerhin, in der Rivalität bringt's was. Neun Rivalen haben wir ja übrigens auch. Romain Grosjean, den habe ich mir da dazu gepackt, weil der gute Respektpunkte bringt, aber dabei nicht allzu krass fordernd ist, weil es gab schon so ein bisschen... Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Jeff klingt so unfassbar anders als am Funk, ne? Ob das dieselbe Stimme ist? Weiß ich nicht. Klingt auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Dein Wert für das Team hängt von deinem allgemeinen Ruf, deiner Reputation innerhalb des Teams, deiner Fairness und von deiner Selbstdarstellung vor der Kamera ab. Während Vertragsverhandlungen gilt grundsätzlich, je höher dein Wert ist, umso mehr Vergünstigungen wird dir das entsprechende Team zugestehen. Okay, ich muss ein bisschen bei der Steuerelektronik aufpassen, weil mit der Steuer legt man sich nicht an. Nein, Quatsch, wir haben da den höchsten Abrieb, da bin ich jetzt schon bei der vierten Komponente und bin bei 28%. Hier zum Beispiel ist es weniger eng sogar bei der MGUK und da habe ich zum Beispiel 16%. Hier habe ich sogar noch eine weitere Komponente beim Verbrennungsmotor und auch bei der MGUH zum Beispiel, da haben wir noch relativ guten Puffer, genau wie beim Energiespeicher und auch beim Turbolader eigentlich noch. Ich glaube, da kommen wir bei den gesamten Komponenten noch bis zum Ende der Saison durch. Außer halt bei der Steuerelektronik, die halt beeinflusst, wie alle Komponenten sich abnutzen, und das wäre trotzdem ganz gut, wenn man die hier jetzt ein bisschen weiter ausbaut. Und deswegen da nochmal die Entwicklung. Ansonsten habe ich irgendwo noch gute Moral. Ja, beim Motor 540 Punkte. Da haben wir aber den besten. Eventuell bei der Aero kostet zu viel. Chassis kostet auch zu viel. Okay, gut, dann muss ich halt irgendwie den Motor machen. ERS-Kühlung, umgestaltete Brennkammer. Ist das, was ist das? Beschreibung ansehen. Treibstoffverbrennung ist effizienter. Leistung des Motors wird gesteigert. Machen wir mal. Kriegen wir dann zum USA-Rennen. Und dann erfahren wir auch, ob wir diese Upgrades dann nochmal anpassen müssen. Weil das Upgrade zum Beispiel musste ich anpassen. Also die ersten fünf, die jetzt grün sind. Jo, ansonsten, was wollen wir noch thematisieren? Ich glaube, es gibt nichts mehr, oder? Ich danke euch vielmals, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei dieser Folge. Das nächste Ziel ist übrigens Mittel. Werde 10. Ja, okay, gut. Das ist easy. Hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann beim großen Preis der USA. Und da wird es wahrscheinlich ein bisschen kniffliger, denn das ist wieder so eine Strecke, wo ich meine Problemchen habe. Genau wie in Brasilien. Mexiko und Abu Dhabi dürften aber ganz gut laufen. Wie dem auch sei, für heute war es das. Danke, dass ihr dabei wart und ciao!